Hallo, bei Pokémon. Oh. Wollte ich da lang? Cornel, unser Kanimani. Oh, ein Wieso, so süß. Er ist das erste Mal. Quatsch, ist das letzte Mal auf Level 8 gestiegen. Ja, das erste Mal auch, aber... Ich wollte das letzte Mal sagen. Ich weiß nicht, ich werde mir wahrscheinlich nicht so Hutut oder Wisor fangen, denn was will ich mit normalen Pokémon? Also, normale schon, aber normal... vom Typ normal. Ich glaube nicht, dass mir das so viel bringt. Und wir haben keine Turbo-Treter bekommen. Aber ein Taubsi, das ist doch was. Na, aber nicht auf Level 2. Nein, nein. Damit fangen wir gar nicht erst an. Wenn, dann bin ich eins auf Level 4. Dann kriegt halt unser Cornel nochmal Level 9. Was heißt nochmal? Dann kriegt halt Level 9. Cornel erreicht Level 9. Juhu! Da 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 da. Voll die Verarsche. Dachte, ich kann jetzt abkürzen. Mit dem Verschneider. Mit dem Zerschneider könnte man hier abkürzen, aber den haben wir noch nicht. Wir haben noch gar nichts eigentlich. Außer unser erstes Pokémon. Und Bären. Zwei Stück. Oder drei. Los, Cornel. Besiege es mit Kratzer. Wo habe ich kalte Füße? Oh Mann. So. Willkommen in Rosalia City. Gehen wir in den Pokémon-Markt. Hi. Ich hätte gern... Pokobälle. Wie viele... Oh, da steht mir gar nicht dran, wie viele ich hier besitze habe. Ja, dann nehme ich 5 mit. Okay, danke. Peace, Alter. Muss ich nach Route 30? Bestimmt. Route 30, Viola City. Ja, genau, Viola City. Da will ich hin. War ich hier nicht schon mal? Suche in Bäumen nach Bären. Sie fallen einfach herunter. Aber ich habe doch gestern schon nach Bären gesucht. Hey, da ist eine Bäre. Bäre erhalten. Ne, vorgestern, oder? Vorgestern habe ich das gemacht, oder? Das Haus von Mr. Pokémon? Nein, da will ich aber nicht hin. Hi. Jedem macht das Kämpfen Spaß. Mir nicht. Doch, eigentlich schon. Ich habe verloren. Ich versuche, mehr Pokémon zu fangen. Halt. Du siehst schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Ich sehe schwach aus. Ich muss auch nicht stark sein, nur mein Pokémon. Eigentlich unsinnig, aber egal. Nee, nee, wir setzen Kratzer ein. Boah, Volltreffer. Oh nein, Rutenschlag, es wird mich töten. Ich hab solche Angst, Bibber. So. Oh. Der Julian ist voll schlecht. Einen Teil nach Hause. Was? Jetzt muss ich nochmal schauen. Dann musst du kämpfen. Ja, dann kämpf doch mit mir. Dafür bin ich ja hier. Teenager Burkhardt. Burkhardt? Wir heißen schon so. Ich will sein Taubsi nicht fangen. Ich dachte, er hat ein stärkeres. Das ist doch eh irgendwie so. Wenn die Trainer nur ein Pokémon haben, ist es viel stärker. Und wenn sie mehrere haben... Dann sind die halt schwach, aber dafür halt mehrere. Oder? So hab ich das mal verstanden. Was hast du noch? Ein Radfratz. Auf Level 4.
Die Musik ist irgendwie komisch, anders als bei den anderen Pokémon-Spielen. Gar nicht so episch. Bis jetzt. Zumindest im Kampf jetzt finde ich nicht so toll. Ich finde die Musik cool und schickt einen Teil nach Hause. Ja, doch, tatsächlich. Wenn man eine neue Telefonnummer kriegt. Um den Satz mal endlich zu Ende zu führen. Welches Level? Schön, das will ich haben. Bitte, Kanimani, bring es nicht um. Dam, dam, dam. Nehmen wir einen Pokéball. Und 1, 2, 3. Tiddle-tiddle-tiddle. Toll, Topsy wurde gefangen. Für Topsy wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Es schlägt mit den Flügeln, um eine Staubwolke aufzuwirbeln, die Insekten aus ihrem Versteck treibt. So, ja. Ein männliches. Dann nennen wir es Blue. Basierend auf Blue Armin oder so ähnlich. Ich hoffe, das passt so. Ich bin kein Trainer. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereitest du dich auf einen Kampf vor. Wieso? Anstatt Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Ach, was willst du auch mit Peter-Pokémon? Nehme Käfer-Pokémon. Die sind eh so schwach. Uli. Mensch, Raupi ist auch für einen Abfalleimer. Oh, ach so, ich hätte das eine da vorne hin tun sollen. Ach, zu spät. Das eine da. Taubsi. Ich weiß noch nicht, ob ich Taubsi im Team lasse. Das klärt sich, wie gesagt. Alles ein bisschen später. Ja, ich will. Er ist schon ziemlich angeschlagen. Ich weiß nicht, ob er das packt. Aber gegen einen Raupi doch bestimmt. Wow. Rasen viele Attacken. Vielleicht Tackle. Ich weiß gar nicht, was ich in der nächsten Runde für eine Attacke wählen soll. Was wäre taktisch klüger? Tackle? Oder Tackle? Vielleicht wäre auch Tackle eine gute Idee. Oh Mann. Wusa. Der Uli, den haben wir besiegt. Ah, du bist zu stark. Ach so. Dann tun wir mal das. Blue. Was bitte hast du für ein Item? Wieso hast du eine Beere? Die habe ich dir nicht gegeben. Hä? Komisch. Ein wildes Pokémon. Und zwar Knofenser. Knofenser, Knofenser, Knofenser. Also, ich hoffe, du überlebst. Nein, das überlebt er nicht. Aha, ein Volltreffer. Das auch noch. Nö, ich will nicht das Pokémon wechseln. Ich will jetzt feige abhauen und flennen und ins Pokémon-Center rennen. Natürlich will ich wechseln, hallo? Das lasse ich mir doch nicht gefallen. Nein, nein, oh nein. Die Attacke ist sehr effektiv, na klar. Das habe ich gar nicht bedacht. Ich weiß nicht, wann das nächste Pokémon Center kommt. Ach Quatsch. Deswegen gebe ich ihm einen Trank, dann stirbt er auf keinen Fall. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Das heißt, da müssen wir erst ran, wenn wir Blitz haben. Wir finden unseren gerade ausgegebenen Trank, das ist wirklich schön.
Dann kann ich da gar nichts machen. Boah. Das ist ja stockfinster. Okay. No, eine Beere. Eine Bitterbeere. Eine Bitterbeere könnte Paralyse heilen. Vielleicht, weil sie so bitter schmeckt. Ne, gegen Verwirrtheit. Das ist auch cool. Nattigalle. Hä? Heute bin ich auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Ich glaube, du wärst ein Relaxo. Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Okay. Käfersammler. Greg. Und er schickt einen Raupi in den Kampf. Mit Level 2. Boah. So gefährlich. Muss echt aufpassen. Ich find's schade. Ich wollte Taubsi jetzt auftrainieren. Aber das wird wohl nichts. Denn ich muss erst mich um 1000 Raupis kümmern. Hat er wenigstens Safcon schon? Ist doch Raupi Safcon Butterfly. Er ist nett. Smetbo. Und Hornlio ist die Weiterentwicklung Kokuna und dann Bibor. Oder ist Safcon die Weiterentwicklung von Hornlio? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr. Zu viele Pokémon in meinem Kopf. Nein. Schickt Raupi. Ich hatte mal einen Shiny Raupi. Das weiß ich noch, das war golden. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Edition. Ich glaube, in der gelben. Oh. Was bekommen wir hier? Ein Pokéball. Das ist wirklich schön. Schön. Och, komm, einen Schritt hätte ich doch noch machen können. Hopsross? Ein wildes Hopsross. Sieht ja süß aus. Ich hoffe, du kannst keine Pflanzenattacke. Synthese. Hey! Es hat sich wieder aufgeheilt. Och nee. Ich hasse sowas. Genauso wie Erholung. Oder wenn die dann auf einmal eine Beere essen. Und. Das fange ich aber nur, weil ich wissen will, was da im Pokédex steht. Also das kommt auf keinen Fall ins Team, also kriegt es auch keinen Spitznamen. Da habe ich gar keine Lust zu. Und Taubsi bleibt vielleicht im Team, deswegen hat er einen. Oh, Hopsross, Spross. Hopspross? Oder Hops? Pross. Hopspross heißt er eigentlich, oder? Dann habe ich das mein Leben lang falsch ausgesprochen. Und ich hab's getötet. Dann fange ich's halt nicht. Hallo, Junge. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß, um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arenaleiter von Viola City. Falk klingt nach Vogel-Pokémon. Tach auch! Warst du im Knuffenzerturm? Wo war dein Turm? Außerdem habe ich nur Kanimani. Ich bin zu weit gelaufen, ich sollte zu Hause anrufen. Kann man zu Hause anrufen mit dem Pokécon? Karte? Ui. Telefon. Mama. Hallo? Oh, hi Mina, hart am Arbeiten? Das klingt wirklich hart. Aber Mina, ich weiß, dass du sehr ausdauernd bist. Du schaffst das schon. Nebenbei. Du hast 52 Poké-Dollar gespart. Willst du weitersparen? Ja. Okay, ich werde dein Geld sparen. Mina, mach weiter so. Ich drück dir die Daumen. Klick, tut. Viola City. Hi. Es war vor etwa 3 Jahren.
Team Rocket hatte etwas Übles mit den Pokémon vor. Aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ein junger Trainer namens Ash Ketchum hat sie zerschlagen. Wirklich Ash Ketchum? Ich dachte immer, der heißt Ash Ketchup. Ein Kerl namens Bill hat das Pokémon-PC-Lagerungssystem erfunden. War das hier auch Bill? Pokémon sind schlau. Sie gehören nur Trainern, vor denen sie auch Respekt haben. Hat der Trainer nicht genug Orden, machen sie, was sie wollen. Aber nur getauscht steht, das musst du schon dazu sagen. Hallo, Schwester Joy. Okay. Ding, ding, di-di-di. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja. Und wir sehen uns das nächste Mal. In Viola City. Und wir stellen uns bestimmt schon der ersten Arena bald. Danke fürs Zuschauen.